Wie spät ist es denn eigentlich? Zehni! Siebni! Achti! Wieso ist es eigentlich nicht überall auf der Welt gleich spät? Höchste Zeit für «Klipp und klar», schön bist du dabei. Um der Frage und der Antwort von der Uhrzeit auf die Spur zu kommen, nehmen wir am besten die Astronautensicht ein und schauen unsere Erdkugel mal von außen an. Du siehst, die Sonne bescheint immer nur ein Teil der Erde aufs Mal. Auf einem Teil der Erde ist also Tag, auf der anderen ist Nacht. Wenn wir also hier in der Schweiz in der Mittagssonne am Picknicken sind, ist dort Indien schon langsam der Nachttagzeit. Denn dort in Neuseeland, da sind die meisten schon im Schnarchen, ist ja auch schon Mitternacht. Und dort in Peru, da gehen gerade die ersten Wecker ab und die Leute stehen langsam auf. Und das alles passiert gleichzeitig. Welche Tageszeit, die wir gerade haben, da zeigt uns den Stand der Sonne an. Früher hat man mit Hilfe der Sonne die Zeit sogar ganz genau berechnet mit einer Sonnenuhr. So eine Sonnenuhr hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt mit der Zeit, dann ist bei jedem Schritt, den man zwischen West und Ost macht, ein bisschen eine andere Zeit. Weil die Sonne überall in einem anderen Winkel drauf scheint. Aber wenn es so ist, wieso ist es denn in der Schweiz und Spanien gleichzeitig 7? Und auch in Polen oder in Frankreich ist es ja zur gleichen Zeit 7 wie in der Schweiz. Dabei liegen die Länder ja an ganz verschiedenen Orten vom Globus. Um dieses Rätsel zu lösen, müssen wir in der Zeit mal kurz zurückreisen. Früher, wo es noch kein Flugzeug, Auto oder Zeug gab, da sind die Menschen auch noch viel weniger und vor allem langsamer gereist. In den Kutschen, auf dem Ross oder natürlich zu Fuß. Jeder Ort hat seine eigene Zeit. Und weil man eben nicht so schnell und auch nicht so weit gereist ist, ist es auch nicht zu so grossen Zeitunterschied zwischen Abfahrts- und Zielort gekommen, wenn man zum Beispiel mal neben besucht hat. Dann aber ist die Eisenbahn erfunden worden. Und plötzlich hat man über sehr weite Strecken sehr schnell reisen. Nur, wie macht man jetzt einen Fahrplan, wenn jede Stadt und damit auch jeder Bahnhof seine eigene Zeit hat? Das Problem als erstes gelöst haben im Jahr 1883 die Bahngesellschaften in den USA. Sie haben das grosse Land einfach in die Zeitzonen geteilt. Das heisst, die Regionen sind unterteilt worden und dann haben sie festgelegt, welche Zeit wo gelten soll. Die den Fahrplan geschrieben haben, haben jetzt ganz genau gewusst, wie spät dass es an welchem Ort ist. Und nur ein Jahr später war sogar schon die ganze Welt in 24 Zeitzonen aufgeteilt. Natürlich hat man wollen, dass möglichst im gleichen Land auch die gleiche Zeit herrscht. Also hat man die Linie der Zeitzone der Ländergrenze angepasst. Aber ein paar Länder sind dann trotzdem einfach zu gross für nur eine Zeitzone. Russland zum Beispiel hat sogar 11, ist damit aber nur auf Platz 2. Weißt du, welches Land das am meisten Zeitzonen hat? Frankreich! Ne oui, hättest du nicht gedacht, oder? Das ist so, weil Frankreich hat über die ganze Erdkugel verteilt ganz viele kleine Inseln, die eben auch zu La France gehören. Für unsere kleine Schweiz langt bekanntlich eine Zeitzone locker und die teilen wir uns auch gerade mit fast allen anderen europäischen Ländern. Sie heisst die mitteleuropäische Zeit oder kurz Metz. Jetzt aber verlassen wir die Erde nochmal und besuchen unseren kleinen Astronaut. Der schwebt ja immer noch außerhalb unserer Zeitzone, irgendwo im Weltraum. Damit er jetzt aber nicht ständig seine Uhr neu stellen muss und trotzdem einen geregelten Tagesablauf haben, folgen alle Astronauten Weltzeit. Das ist die Zeit am sogenannten Null-Meridian. Das ist der hier, der durch die englische Stadt Greenwich durchgeht. Ein Ort in der Nähe von London. Und die Weltzeit die ist übrigens ziemlich praktisch. Wenn du jetzt mit anderen Kids willst, online zum Zocken abmachen willst, dann könnt ihr einfach sagen, zu welcher Weltzeit dass ihr euch im Netz trefft. So gibt es dann auch sicher kein Zeitdurcheinander. So, und wie spät ist denn eigentlich jetzt? Gut. Eigentlich völlig egal. Irgendwo auf der Welt ist es ja immer gerade Zeit für einen Fuß. Gute Nacht. Oh. Ah.